Dies ist kein Wetter zum Grillen, aber ideal für die Dichtigkeitsprüfung im Wohnmobil. Hallo zusammen. Da ich beruflich viel mit Feuchtigkeitsmessgeräten zu tun habe, möchte ich heute mal ein paar Dinge aufzeigen, die es zu beachten gibt, wenn ihr selbst Feuchtigkeit im Wohnmobil messen möchtet. Und ich möchte euch zeigen, welche Messgeräte ich besitze. Sonja, hältst du mal kurz? Und die verschiedenen Arten der Messgeräte aufzeigen. Wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt einfach... Sonja, nicht den Knopf! Nicht! Nein! Huch! Hoppala! Naja. Hallo! Ich bin hier unten, Sonja! Hallo! Das erste Gerät, was ich kurz erklären möchte, ist ein Elektrodenmessgerät. Dieses Messgerät funktioniert so, dass hier zwei kleine Elektroden angebracht sind und diese Elektroden messen den Widerstand in dem zu messenden Untergrund. Das ist meistens Holz. Und je feuchter der Untergrund ist, desto schneller fließt der Strom zwischen den beiden Elektroden. Und so wird das dann wieder gespiegelt im Display. Ist aber eher ungeeignet für die Messung in einem Wohnmobil, weil wir hier viel Holz haben und wir müssten das dann wirklich einstechen in den Untergrund. Das heißt, bei jeder Messung würde es Beschädigung geben im Untergrund. Von zerstören kann nicht die Rede sein, aber es wird beschädigt. Und deswegen ist es ungeeignet. Ich besitze noch zwei weitere Messgeräte, die ich meistens nutze, um Feuchtigkeit zu messen. Das sind sogenannte Kapazitätsmessgeräte. Und die gibt es einmal mit dieser Kugelform und einmal mit so einer Auflagefläche hier mit so Sensoren dran. Ich nutze ganz gerne dieses hier mit der Kugel. Die kapazitive Messung funktioniert dann so im Groben, dass hier um die Kugel baut sich ein elektrisches Feld auf. Und dieses elektrische Feld dringt dann in den Untergrund ein und misst die Veränderung der Kapazität. Wie genau diese kapazitive Messung funktioniert, das steht auf einer Internetseite, die ich euch hier unten verlinken werde. Wer sich dann tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, kann sich das gerne angucken und sich so die nötigen Informationen holen. Was es jetzt zu beachten gibt bei dieser Messung, das zeige ich euch jetzt. Zum einen dieses Messgerät hier mit den breiten Auflageflächen mit den Sensoren. Dieses Messgerät hat eine Besonderheit. Hier muss man diese Untergrundeinstellung vornehmen. Deswegen würde ich das für, ich sag mal, Laien eigentlich nicht so empfehlen. Denn wenn das hier nicht richtig eingestellt ist, kann vorne die Anzeige auch nicht entsprechend richtig anzeigen. Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich mit diesem Kugelgerät hier arbeite? Diese Geräte kalibrieren sich meistens selber von fast jedem Hersteller. Wenn ich das Gerät einschalte, sollte ich das Gerät ziemlich am Ende halten und nicht unbedingt hier oben anfassen bei der Kalibrierung, da dieses elektronische Messfeld sehr empfindlich ist. Ich will das mal eben kurz demonstrieren. Ich schalte das Gerät an, halte das jetzt extra hier hinten fest und bleibe auch mindestens 15-20 cm von jedem Untergrund entfernt. So, wenn es kalibriert ist, sollte diese Anzeige auch relativ sich stark bei 0 halten. Manchmal ist es mit 0,1, 0,2, zeigt sich nochmal an, ist es noch okay, aber sie sollte eigentlich so bei 0 eigentlich bleiben. Man sieht das jetzt auch, wenn ich mit der Hand jetzt hier rüber gehe, da fängt das schon an zu messen. Ne? Je näher ich komme, desto stärker verändert sich die Anzeige. Da das Gerät jetzt keine Prozentzahl anzeigt, kann man damit natürlich Feuchtigkeit aufspüren. Aber man kann nicht unbedingt sagen, wie feucht ist es wirklich. Natürlich, wenn ich es dran halte,
Der Mensch besteht aus zu 80% aus Wasser, dann ist es natürlich entsprechend hoch von der Anzeige. Also diese Geräte sind meist so eingestellt, dass sie so bei 80 Digit ja, Feuchtigkeit vermuten lässt, auf alle Fälle, dann ist es wirklich feucht. Ich mache dazu auch immer Vergleichsmessungen. Das heißt, ich gehe an einen Untergrund rein, wo ich weiß, dass der trocken ist. Also zum Beispiel an die Innenmöbel, so wie hier, da kann man von ausgehen, die sind trocken. Kann man an verschiedenen Stellen messen. So, wenn ich jetzt an die Außenwände gehe, und habe sogar noch einen kleineren Messwert, dann weiß ich, okay, hier ist es trocken. Die neuralgischen Stellen bei den Wohnmobilen, meines Erachtens, sind sowieso unter den Fenstern, im Fensterbereich, an den Dachfenstern, Dachluken direkt. Was man mit dem Gerät nicht machen sollte, ist, man sollte nie durch die Ecke messen. Das gibt immer einen Messfehler. Wo das Gerät auch Messfehler zeigt, das ist hier jetzt nicht der Fall, das ist zu wenig Metall wahrscheinlich, ist in Metallnähe. Das heißt, überall da, wo Metall ist, gibt es definitiv Messfehler. Ich kann das mal eben kurz demonstrieren. Wir haben hier vorne eine Schiene verbaut. Kannst du es einfangen? So, hier unter läuft eine Schiene, eine Metallschiene. Wenn ich hier messe, schlägt er sofort voll aus. Gehe ich ein Stückchen weiter, sieht man schon wieder, ist es absolut trocken. Ja? Ich würde also auch hier um die Dachluken umzumessen. Und hier läuft die Schiene wieder. Hier habe ich also schlechte Karten, das zu messen. Aber hier um die Dachluke umzu scheint für heute alles okay zu sein. Was ich auch ganz gerne mache, ist, ich messe mit diesem Gerät unter dem Fahrzeug. Im Duschbereich, da wo die Dusche ist. Auch überall anders, wo ich hinkomme, messe ich die Feuchtigkeit, um zu sehen, ändern sich die Werte sehr stark, ist da irgendwas im Argen, was man vielleicht noch nicht erkannt hat und wo man vielleicht handeln muss. Von daher ist es schon auch gut, auch mal unter das Auto zu krabbeln und gerade für die Besitzer, die einen Holzboden noch haben, ist es wichtig, das im Blick zu halten und zu wissen, wo sind die Werte, wo sind die Feuchtigkeitswerte, ist da Handlungsbedarf. Und so könnt ihr im Prinzip durchs ganze Wohnmobil marschieren und jede Ecke durchmessen. Wie gesagt, durch den kleinen Kugelkopf kommt ihr auch in die kleinsten oder fast kleinsten Ecken rein und durch die Vergleichsmessung wisst ihr immer, ob Feuchtigkeit da ist oder nicht da ist. Man geht so von aus, dass so, ich sag mal, 80 Digit der Untergrund wirklich feucht ist. Dann sollte man schon aufpassen. Abschließend zu den Messungen kann ich noch sagen, dass man hiermit überwiegend glatte Oberflächen messen sollte. Raue Oberflächen zeigt das Gerät auch wieder falsch an. Von daher würde ich davon absehen, aber gut, im Wohnmobil hat man meist ja auch nur glatte Flächen zu messen. Ich würde jedem empfehlen, der bereits aus der Dichtigkeitsgarantie heraus ist, diese Investition zu tätigen und sich so ein Gerät zuzulegen. Gerade wenn man unterwegs ist und es stark geregnet hat und man durch Regen gefahren ist oder man längere Zeit irgendwo gestanden hat, wo es geregnet hat, kann man das Gerät mal eben schnell rausholen und kann einmal durchs Wohnmobil laufen. So ist man sich jederzeit sicher, dass der Wagen wirklich trocken ist und sollte irgendwo Feuchtigkeit auftreten, so erkennt man die Feuchtigkeit im Anfangsstadium und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ich denke, das sind
circa 70 Euro und diese Investition sollte sich jeder überlegen. Gut, das, was ich dazu gesagt habe, wird sicherlich nicht abschließend und nicht vollzählig sein. Ich hoffe trotzdem, dass die Tipps euch so ein bisschen helfen konnten. Für diejenigen, die noch spezielle Fragen haben, können mich auch gerne anschreiben. Ich versuche das dann auch irgendwie zu beantworten. Ich bin kein Vollprofi, was die Technik des Gerätes angeht oder der Geräte. Aber wenn es um so ein bisschen Messen geht und um die Daten, die dabei rauskommen, da kann ich hier und da sicherlich schon mal helfen. Also, wenn irgendwelche Fragen da sind, ruhig anschreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video einigermaßen gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss!